Wann muss mein Kind eigentlich einen Rhythmus haben? Diese Frage kommt sehr, sehr häufig in den ersten Wochen und meistens kommt sie kurz nachdem der erste Besuch da war. Denn der erste Besuch, der fragt dann, und hat er oder sie schon einen Rhythmus? Und dann fängt er an zu grübeln, wie Rhythmus. Und dann kommen Fragen und Ideen, was sein könnte und nicht sein könnte. Und dann fängt man an zu vergleichen. Und dann wird man unsicher. Hallo und herzlich willkommen auf hebammenweisheit.de. Die Geschichte mit dem Rhythmus, die ist sehr interessant. Denn man kann unter Rhythmus was Unterschiedliches verstehen. Und ich erkläre euch mal, wie das, für, was aus Sicht eures Kindes ein Rhythmus ist und was naturgemäß ein Rhythmus eines Neugeborenen ist. Wenn Menschen diese Frage stellen, dann geht man in der Regel davon aus, dass sie meinen, ein Rhythmus wie ein Metronom, also so alle 3 Stunden duck, 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 immer der gleiche Abstand oder alle 4 Stunden. Im letzten Jahrhundert wurden die Kinder alle 4 Stunden gefüttert in Kliniken. Das passiert heute immer noch und das ist völlig an den Bedürfnissen der Kleinen vorbei. Und das ist immer noch so drin. Das muss alle so und so viele Stunden, das muss regelmäßig sein. Das machen gestillte Kinder nicht, absolut nicht. Es gibt Kinder, die sehr pünktlich ihren eigenen Rhythmus einhalten, die wirklich, nach denen man, kann man wirklich die Uhr stellen. Aber die meisten Kinder wandeln ihren Rhythmus immer mal so ein bisschen, mal so, mal so, mal so. Und das hat aber wieder in sich eine Rhythmik, also das hat in sich eine Ordnung. Und die zu erkennen ist genial, weil das ist einfach so, das ist wie eine Ordnung, die eine gewisse Lebendigkeit und immer wieder eine Veränderbarkeit hat. Und ich erkläre euch mal, wie. Der typische Ablauf, das muss bei eurem Kind nicht so sein, aber der typische Ablauf von einem Kind in den ersten 2, 3 Wochen ist, dass es abends Cluster trinken macht. Das heißt, viele, viele Brüste hintereinander trinken. 2, 3, 4, 5, man wünscht sich manchmal, man hätte 5 und ganz wenig Pause dazwischen, unter Umständen auch mal eine kleine Sequenz weinen zwischendurch. Und dann weiter trinken, weiter trinken, weiter trinken und sich das Bäuchlein voll machen, voll machen, voll machen für die Nacht. Und es geht meistens so bis 12, 1 ungefähr. Und dann kommt in der zweiten Nachthälfte oft eine Phase, wo sie ruhiger schlafen, länger schlafen, mal 3 Stunden, mal 4, mal 5. Und das ist so der Beginn des Durchschlafens. Es gibt aber auch Kinder, die machen es genau umgekehrt. Also lasst euch da nicht festlegen. Das ist einfach nur, wie es häufig ist. Nach so einer längeren Schlafphase kommt oft ungefähr 3 Brüste trinken, ja, dass dann nochmal ein bisschen aufgeholt wird. Und dann ist manchmal in den frühen Morgenstunden nochmal so ein Schlaf von 2, 3 Stunden drin. Und so verändert sich das. So gibt es dann einen Mittagsschlaf oder 2 Tagesschläfchen. Oder das Baby schläft auch nur, kann sein, es schläft einfach nur, wenn ihr spazieren geht, wenn ihr lauft, wenn ihr es im Tragetuch habt. Ist ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Auch das Schlafbedürfnis der Kinder ist sehr, sehr, sehr individuell unterschiedlich, ja. Wie bei uns Großen im Prinzip auch. Diese Unregelmäßigkeit, wenn man innerhalb der 24 Stunden guckt, die ist ganz normal und die folgt den Bedürfnissen des Stoffwechsels eures Kindes und ist auch erstmal ein Abbild von dem, was ihr gemacht habt vorher, denn die Kinder passen sich ja an. In der Schwangerschaft sind die Babys eher ruhiger, wenn ihr wach seid und wenn ihr zur Ruhe kommt, dann entspannt sich der Bauch und dann wollen sie spielen und dann merken sie, ihr habt Aufmerksamkeit und werden wach. Und deswegen sind oft die Abendstunden einfach dann die, wo die Kinder das Gefühl haben, so, jetzt ist meine Zeit, jetzt hat die Mama aufgehört zu arbeiten, ist nicht mehr beschäftigt mit den Geschwisterkindern und hat einfach Zeit für mich und jetzt wird gespielt. Mama hat ja sonst nichts zu tun. Genau. Und wenn dann so die Neugier kommt in der 2., 3. Woche, dann fängt es an, dass sie immer mehr den Tag interessant finden und die Nacht. Da kippt es dann so ein bisschen. Aber nochmal ganz von vorne. Wenn ihr so einen Tag nehmt, wie ich ihn gerade beschrieben habe, also abends viel trinken, dann spät in der Nacht oder früh am Morgen mal eine längere Phase, dann nochmal ein bisschen viel trinken und dann wieder eine längere und so weiter. Wenn ihr diesen Tag übereinander legt, ein und noch ein und noch ein und noch ein, dann erkennt ihr eine Regelmäßigkeit. Und dann könnt ihr auch in 3 Tagen ungefähr sagen, wenn eure Freundin anruft und sagt, du, ich würde gerne morgens um 11 vorbeikommen, dass ihr etwa einschätzen könnt, wird die Kleine dann schlafen oder ist es
eher ungünstig. Und wenn jemand abends sich zu Besuch ansagt, dann werdet ihr sagen, oh, es kann sein, dass ich den ganzen Abend nur auf dem Sofa sitze und stille. Ja? Das ist ein Rhythmus. Das ist ein Muster, was sich rhythmisch wiederholt jeden Tag. Und das ist naturgemäß, so funktionieren unsere Babys. Und dann gibt es noch andere Rhythmen, die sind ziemlich vorhersagbar. Und das sind die Wachstumsschübe. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr die wisst, weil man fällt sonst aus allen Wolken. Also wenn es heute so ist, wie es heute ist, dann denkt ihr, oh, jetzt bleibt es dann so. Ne? Jetzt habt ihr einen bestimmten Level erreicht, das Kind hat mal ein bisschen länger geschlafen, jetzt bleibt es dann so. Pustekuchen. Die Kinder machen ganz, ganz, ganz viele Entwicklungsschritte. Ihr müsst euch vorstellen, innerhalb von einem Jahr, was die alles auf die Kette kriegen. Ja? Innerhalb von einem Jahr, die fangen dann an zu laufen nach einem Jahr. Und die müssen überhaupt erstmal klarkommen mit den vielen Wahrnehmungen, mit den vielen Sinneseindrücken, mit das alles zuzuordnen, sich überhaupt zu orientieren, wo fange ich an, wo höre ich auf, Kommunikation, ich, du, Schwerkraft, all diese Dinge, sich überhaupt zurechtfinden in Raum und Zeit und lernen, lernen, lernen jeden Tag. Wenn euer Kind friedlich schläft, dann puzzelt es hier oben in seinem Gehirn so viel, verbindet so viele Synapsen und lernt und lernt und lernt. Und alles, was es an Eindrücken gesammelt hat, wird dann im Schlaf eingeordnet, eingeordnet, wie so ein Puzzleteil. Ja? Und diese Wachstumsschübe haben typische Zeiten. Und der erste Wachstumsschub kommt normalerweise ungefähr am 10. Tag, 10. bis 14. Tag. Wenn euer Kind eher später geboren ist nach dem Termin, dann kann es sein, dass er ein bisschen früher kommt. Wenn euer Kind ein bisschen früher gekommen ist, dann kann es sein, dass er ein bisschen später kommt. Aber es ist also ausgesprochen häufig der 10. Tag. Und da hat sich gerade nach dem Milcheinschuss so ein bisschen einen Rhythmus eingespielt und dann plötzlich signalisiert euer Kind, ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr und gibt keine Ruhe und keine Ruhe. Und ihr seid nur am Stillen und es kommt unweigerlich die Frage, wirst du noch satt? Und die Idee, oh, ich könnte vielleicht nicht genug Milch haben, weil der Busen ist auf einmal so weich. Ja? Nach dem Milcheinschuss, wo der so fest wird, ist er dann auf einmal so weich. Und dann bastelt ihr das zusammen und denkt, oh, irgendwas stimmt nicht mit dem Stillen. Euer Kind regt mit dem vielen Saugen die Milch an. Und euer Busen macht alles. Der macht wirklich alles für euch und fürs Baby. Aber er macht es langsam. Das heißt, wenn euer Baby den Bedarf schnell steigert, muss der Busen hinterher galoppieren, ja, und zieht so ein bisschen nach. Und die Zeit ist anstrengend, das ist Wachstumsschub. Ja, und dann passt es nach 2, 3 Tagen wieder. Und dann spielt sich wieder ein neuer Rhythmus ein. Ich vergleiche das immer so mit so einem, wie so, ihr kennt doch diese Mosaiktische, diese marokkanischen, wo so schöne Muster drauf sind, ja, so kleine Bistrotische. Und da hat sich jetzt dann so ein Muster eingespielt und darauf kann man was anfangen, ja. Und dann kommt der Wachstumsschub und alle Steinchen sind wieder durcheinander, alles anders als vorher. Und dann rüttelt sich's zurecht nach 2, 3 Tagen und dann habt ihr ein neues Muster und das trägt euch eine Weile. Und dann kommt die 5. Woche. Alles durcheinander. Ihr fallt aus allen Wolken, jedes Mal. Und dann spielt sich wieder ein neuer Rhythmus ein und dann kommt die 8. Woche. Und was eben passiert bei diesen Wachstumsschüben, das ist nicht nur Wachstum, überhaupt nicht. Schon auch sehr, aber was vor allem stattfindet, ist eine mentale Entwicklung, ein mentaler Sprung. Stellt euch vor, die Kinder kommen auf die Welt und wenn die alle Eindrücke, die es zu verarbeiten gibt, wenn die alle auf einmal verarbeiten müssen, die würden wahnsinnig werden. Das heißt, die haben ganz, ganz viele Filter, die sind wie in Watte gepackt. Und das Gehirn lässt noch gar nicht zu, dass sie so viel wahrnehmen. Ihr wisst vielleicht aus eigener Erfahrung, dass ihr Dinge ausblenden könnt oder einblenden könnt. Also man nennt das aufsteigende reticuläre System, wo wie so ein Suchscanner ist. Also erinnert euch, als ihr schwanger wart, ja? Und auf einmal gehörtet ihr sozusagen zur Gruppe der schwangeren Frauen. Ihr habt nur noch schwangere Frauen gesehen. Oder wenn ihr euch damit beschäftigt, ein bestimmtes Auto zu kaufen. Auf einmal seht ihr nur noch diesen Skoda da rumfahren.
den er vorher gar nicht wahrgenommen hat, weil ihr den in den Fokus gerichtet habt. Und genauso ist es umgekehrt auch, dass ihr bestimmte Dinge einfach ausblendet. Wenn ihr bestimmte Dinge nicht wissen wollt und sehen wollt, ihr habt die Brille auf der Nase und ihr seht sie nicht. Oder es liegt was direkt vor euch, ihr guckt hin, das war doch vorher nicht da. Doch, es war da, ihr habt es noch nicht wahrgenommen. Also unser Geist ist in der Lage, Dinge auszublenden und besonders hervorzuheben. Und das machen die Kinder auch und die schützen sich sehr, die packen sich ein wie in Watte. Und dann, wenn so ein Wachstumsschub kommt, dann fallen auf einmal diese Filter weg, dann fallen wie so Watteschichten weg, dann ist auf einmal, wie wenn du auf einmal im Wind steht, wie wenn du auf einmal die Jacke ausgezogen hast, so mental, ja. Und dann nehmen sie ganz, ganz viel wahr und dann müssen sie damit umgehen und dann haben sie diese vielen, vielen Eindrücke, die müssen im Gehirn irgendwie untergebracht werden. Und wir lernen, indem wir wie Puzzle spielen. Also wir haben schon bestimmte Erfahrungen gemacht, die sich immer wiederholt haben, zum Beispiel wickeln, wie das ist mit der Wärme und Mama und Papa und dann legen die mich so und Windel auf und frische Luft am Hintern und. Diese ganzen Erfahrungen und Eindrücke, die kommen wieder und wieder und sind vertraut. Und das ist ein Puzzleteil, was schon integriert ist. Und dann kommt irgendwas Neues, weil ihr zum Beispiel anfangt, Babymassage zu machen. Und dann ist erstmal Irritation da. Ja? Und das Kind hat neue Puzzleteile und muss die irgendwie anpuzzeln. Aber es kann die anpuzzeln an das, was es schon hat, weil es es integrieren kann. Und dann bleiben oft so ein paar Puzzleteile übrig, die es nicht integrieren kann, die es nicht verstehen kann, die der zuständige Teil im Gehirn nicht einordnen kann. Und die weinen sie dann oft abends raus, wenn ihnen das zu viel ist. Aber am 10. Tag, da fangen sie an, sprunghaft viel neugieriger zu werden. Die Kinder schauen auf einmal ganz lange. Die gucken und gucken und gucken und gucken und irgendwas, was Farbe hat oder Kontraste. Manchmal ist es einfach auch nur Fenster drinnen, draußen, hell, dunkel. Also Kontraste sind total interessant. Farben, vor allem Rot ist interessant. Und sie gucken ganz lang und betrachten euch auch viel länger, viel genauer. Und man sieht auch, wie sie das Gesicht abgrasen. Also wie sie nicht nur die Augen angucken, sondern auch die Augenbrauen, den Haaransatz. Und euch wirklich ganz genau mustern. Ja? Sehr, sehr schön. Also da findet viel Kommunikation statt. Aber verunsichert auch. Alles neue, große, weite Welt ist immer total klasse und verunsichert auch. Und dann integrieren sie das, dann wird es ein bisschen ruhiger, dann wisst ihr ungefähr, ne, und so, und dann kommt die 5. Woche. Also 10. Tag, 5. Woche. Die 5. Woche ist eine wilde Woche. Und da fangen die Kinder an, noch mehr zu kommunizieren, noch mehr wahrzunehmen, aktiver auf Dinge wahrnehmungstechnisch zuzugehen. Und was sie machen, sie fangen an, dann irgendwann zu lächeln. Und sie haben vorher schon gelächelt. Ich war gerade vorhin bei einem Hausbesuch, es war so süß. Die Kleine, die lächelt immer, wenn sie auf dem Wickeltisch liegt. Die findet es total toll und die lächelt dann so mit einer Backe, aber wirklich bis zu den Ohren hoch. Man nennt es ja am Anfang Engelslächeln und sagt, es wäre ein Reflex. Das ist Quatsch, das ist kein Reflex. Die fühlt sich wohl, ja. Die fühlt sich an, das ist ein Ausdruck von Wohlgefühl, aber es ist noch nicht so dieses, ich sag dir jetzt Mama oder ich sag dir jetzt Papa, ich fühle mich wohl und lächel dich an, damit ich eine Antwort kriege und daraus ein Gespräch entsteht. Nein, es ist einfach, egal wer mich sieht, ich bin happy, mir geht's gut. Und das machen die nur, wenn die getrunken haben und wenn sie satt und zufrieden sind. Das macht ein gestresstes Kind nicht oder ein Kind in der Klinik oder so, wenn es unter Dauerstress steht. Das machen die nicht. Das machen die zu Hause, wenn sie sich wohlfühlen und satt sind. Also, und dann kommt aber so 5., 6. Woche dieses bewusst, ich kommuniziere mit dir, ich sag dir, ich fühle mich wohl, ich sag dir, ich fühle mich glücklich und dann kommt eine Antwort und dann antworte ich wieder und dann fangen sie an, so Bewegungen mit dem Mund zu machen, wo man das Gefühl hat, die wollen schon sprechen eigentlich, die merken schon, ah, Kommunikation, was ist das? Und auch wieder, das macht ganz viel im Gehirn und dann kann es auch wieder sein, dass abendelang ganz, ganz viel verdaut wird und ganz viel verarbeitet wird. Und so geht es immer rauf und runter und rauf und runter. Merkt euch dieses Bild von diesem Mosaiktisch, ja, mit diesen Steinchen. Und wenn alles total verrückt ist und alles anders als sonst, dann wisst ihr, jetzt hat euer Kind einen Wachstumsschub. Es sei denn, ihr hattet vorher irgendwie Party, Besuch, wart weg oder sowas, dann können die auch mal aus der Reihe sein. Aber normalerweise sind die sehr verlässlich,
die Wachstumsschübe, vor allem wenn man so nach dem Termin geht, so ein bisschen nach dem errechneten Termin, so ungefähr, wenn der stimmt. Die stimmen nämlich oft nicht. Und sie so 10., 14. Tag, 5. Woche und dann wieder die 8. Woche. Und jeder Wachstumsschub hat ein bisschen einen anderen Charakter, aber sie sind zu erkennen, manchmal erst so rückblickend. Aber wenn ihr wisst, dass das kommt, dann seid ihr trotzdem immer noch erstaunt und trotzdem denkt ihr, boah, das kann ja jetzt nicht sein, das war doch gestern alles noch ganz anders. Aber ihr erinnert euch dann, wisst, ah, okay, Moment, da war mal was, nicht verrückt werden, alles gut, unser Kind hat einen Wachstumsschub. Genau. Es gibt dazu ein fantastisches Buch, wo ich nicht alles hundertprozentig mit allem hundertprozentig einverstanden bin, aber was einen tollen Einblick gibt so in die mentale Entwicklung der Kinder. Das heißt, Oje, ich wachse. Und dazu gibt es sogar eine App. Und da kann man dann gucken, welche Wochen kommen, welche Wunderwochen kommen, welche Wachstumsschübe kommen. Und das ist ganz, ganz interessant, um sich so ein bisschen zu orientieren. Abgesehen davon ist jedes Kind anders und jedes Kind braucht da seine eigene Betrachtungsweise, aber diese Rhythmen kommen auch, denn auch das sind Rhythmen. Ja? Auch da wird rhythmisch gewachsen. Wachsen, ausruhen. Wachsen, ausruhen. Wachsen, ausruhen. Ne? Und es geht im Prinzip ein Leben lang so. Ihr kennt es auch, ihr habt Zeiten als Erwachsene auch, wo ihr Sprünge macht, wo ihr unheimlich produktiv seid. Und dann sind wieder so Zeiten, wo man eher so in sich gekehrt ist und ein bisschen langsamer macht und nicht so forsch ist. Und dann kommt wieder der nächste Sprung. Und bei uns Frauen ist es dann der Zyklus noch. Und so gibt es ganz, ganz viele Rhythmen im Leben. Und denkt bloß nicht, dass euer Kind irgendeinen Rhythmus haben muss und dass ihr irgendwie die Uhren danach stellen müsst oder so. Dann macht ihr euch nur verrückt. Wenn ihr versucht, ein vollgestilltes Kind zum Beispiel auf einen 3-Stunden-Rhythmus zu bringen, ja, indem ihr ewig lang rauszögert und nein, und du darfst noch nicht und frische Milch auf angedauerte Milch und lauter so ein Quatsch, das wenn das Kind Hunger hat, hat es Hunger, Punkt. Dann ist da keine Milch im Magen. Wenn ein Kind wirklich Hunger hat und wirklich trinken will, dann muss es trinken. Ja? Manchmal gibt es ein Nuckelbedürfnis, was eher mit Sicherheit zu tun hat. Und da gibt es auch eine Grauzone und es überlappt sich. Und das kriegt ihr mit der Zeit raus. Hast du wirklich Hunger oder brauchst du eher einfach Sicherheit und Schmusen und gehalten werden und gepuckt werden? Und reicht dir das? Oder musst du dann trotzdem doch nochmal trinken? Das kriegt ihr raus mit der Zeit. Ja? Aber also seid, fühlt euch ganz, ganz sicher, wenn euer Kind einen unregelmäßigen Rhythmus hat. Das ist völlig normal. Ja? Aber beobachtet so ein bisschen, da ist ein System da. Da ist eine Regelmäßigkeit da, die immer wieder zack auseinandergeworfen wird, sich dann neu ordnet. Dann wieder zack, auseinandergeworfen wird, sich wieder neu ordnet, immer wieder von Neuem, von Neuem, von Neuem, von Neuem. Und so wird es nie langweilig. Genau. Und die Kinder haben einfach so ihre Phasen, wo sie dann Stück für Stück für Stück wachsen und gedeihen. Und das ist sehr, sehr schön und spannend, immer wieder neu die Kinder kennenzulernen. Ich wünsche euch, dass ihr viel Neugier, viel Freude, viel Faszination habt für dieses Phänomen der Wachstumsschübe, was echt also interessant ist und das beobachten könnt bei eurem Kind und ihm entgegenkommen könnt in seinen Bedürfnissen, in Zeiten besonderer Herausforderungen, viel Unsicherheit braucht es, viel getragen werden, braucht viel Schmusen, braucht viel Sicherheit und dann gebt ihm seine Möglichkeit, Urvertrauen zu haben. Und dann wird es wieder sicherer und dann kommt wieder eine ruhigere Zeit und es wird wieder ein bisschen unabhängiger von euch. Also viel, viel Freude damit. Wenn ihr mehr erfahren wollt, dann schaut auf hebammenweisheit.de. Es gibt noch mehr Hintergründe für diese Wachstumsschübe und die erkläre ich euch dann in der Filmserie Hebammenweisheit. Also, ich wünsche euch ganz viel Freude. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Eure Livka.